Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 2. August 2019. Heute beginnt eine neue Welle. Die Maya-Kalender besteht aus 20 Wellen. Wellen bedeuten Schwingungen, Frequenzen, Tönen. Und heute beginnt die 19. Welle und dauert bis 14. August 2019. Eine Welle dauert immer 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 sind die heiligen Zahlen, die Mayas. Also heute beginnt die 19. Welle. Ein Wechsel in einen höheren Ebenen. Diese Welle wird regiert von Men. Men bedeutet übersetzt Adler. Das ist die Welle der Vision. Die Adler trägt uns in die Höhe. So können wir unserem Leben aus einer höheren Perspektive aus betrachten. Der Adler gilt auch als Botschafter, verbindet uns mit dem Höheren, einem höheren Bewusstsein oder verbindet uns mit dem geistigen Welt. In dieser Welle sollen wir auf die Qualität achten, die Qualität unserer Gedanken und Glaubenssätze, weil das, was uns gerade prägt. Welche Glaubenssätze halten uns klein? Davon sollen wir verabschieden. In dieser Zeit lernen wir träumen und meditieren. Eine Vision ist unser Projekt. Und wir lernen in dieser Welle die gesetzte Anziehungskraft. Gleiche zieht Gleiche an. In dieser Zeit bekommen wir wichtige Informationen, neue Türen öffnen sich. Wir können auf die Berge gehen, diese Übung machen, ein Weitblick oder können wir das visualisieren. Heute ist der erste Tag dieser Welle, also herrscht die Zahl 1 und es wurde so gezeichnet. 1 bedeutet Einheit, bedeutet Neubeginn, das ist die Samen, ein neuer Start, neue Türen öffnen sich oder wir bewegen uns in eine neue Richtung. Die Zahl 1 bedeutet auch die Quelle. Die heutige Krafttier ist Adler. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.